Das ist Johannes Schlüter, Nazi-Beauftragter der AfD. Er übertüncht die braune Grundierung der Partei. Wir besuchen Schlüter in seiner Alarmzentrale. Hier sind wir mit allen AfD-Mitgliedern verbunden. Und wenn einer unserer Parteifreunde irgendwas Nazimäßiges sagt, dann geht der Braunalarm los. Und dann sagt so eine Computerstimme... Hallo? Wo ist unser Parteifreund Heinz-Thomas Tillschneider da gelandet? Das sind ja lauter Rechte. Gucken Sie mal diese Bücher hier. Irrweg Einwanderung... Deutschlands Gebietsverluste? Ja, aber ich glaube, der Hans-Thomas ist da nur aus Versehen. Der hat sich vielleicht verlaufen und fragt da jetzt nach dem rechten Weg. Nach dem richtigen Weg. Schlüter hat dafür gesorgt, dass sich die Wahlplakate von AfD und NPD stark unterscheiden. Die NPD schreibt, wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Wir sind nicht das Weltsozialamt, meint hingegen die AfD. Und auch auf Parteitagen sieht Schlüter nach dem Rechten. Damit ihr nachher der Presse sagen könnt, dass ihr hier nichts Nazimäßiges gehört habt, möchte ich euch jetzt bitten, die Ohren zuzuhalten. Ne, Chef? Genau. So, jetzt kann Schlüter guten Gewissens eine leicht rassistische Twitter-Meldung von Stefan Milkereit präsentieren, einem Ex-Mitglied des AfD-Bundesvorstandes. Multikulti gehen führt zu Mutationen und damit zu Krankheiten, die vorher bei Reinrassigkeit nicht vorhanden waren, wissenschaftlich erwiesen. Zum Glück ist unser Parteichef Professor Lucke über jeden Zweifel erhaben. Der würde nie was Nazimäßiges sagen. Wir haben so viel an Entartungen. Entartet? Das ist Nazisprache. Entartet? Wieso? Ja, im Dritten Reich gab es ja diese Ausstellung Entartete Kunst. Nee, das wird oft verwechselt. Die Ausstellung hieß Entarte Kunst. Das ist ganz schrecklich. Und Professor Lucke würde auch nie das Wort Enthaarung verwenden. Schlüter ist nicht nur Nazi-Beauftragter, sondern AfD-Mädel für alles. Die Nutella-Brötchen für Parteichef Lucke schmiert er auch. Na, traurig. Ich schmier Ihnen erstmal Nutella-Brötchen, das hilft immer. Ja, das baut einen dann wieder auf. Genau. Dank Johannes Schlüter hat jetzt niemand mehr Nazi-Assoziationen, wenn es um die AfD geht. Johannes Schlüter, der wichtigste Mann bei der AfD.